Heute möchte ich mal ein kleines Unboxing von meinem neuen, von einem neuen Spiel machen, was ich mir gekauft habe. Hier, wie man sehen kann, Sonderpreis 12 Euro. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist. Ich habe es mir einfach mitgenommen, weil ich halt so auf diese Thematik so, was steht hier, in einer interapokalyptischen Dieselpunk-Welt, also postapokalyptisch, apokalyptisch, ist so meins. Auf jeden Fall heißt das Xibalba. Xibalba. Ein Karten- und Würfelspiel in einer interapokalyptischen Dieselpunk-Welt. So sieht es aus. Oh, ist recht primitiv. So. Und jetzt lesen wir das auch nochmal. Stell dir eine Welt vor, in der die technologischen Errungenschaften den mächtigen dieselbetriebenen Maschinen des frühen 20. Jahrhunderts weichen. Eine Welt, in der die Entdeckung einer Alien-Ressource die industrielle Evolution für immer verändert hat. In der die militärischen Arsenale niemals dazu genutzt wurden, einen Weltkrieg zu entfachen, sondern für das Überleben der Menschheit. Es ist das Jahr 1948 und die Welt, wie wir sie kennen, hat aufgehört zu existieren. Willkommen bei Xibalba, wo die letzten Reste der Zivilisation gegen eine uralte außerirdische Rasse kämpfen, welche das Ende der Welt verkündet. In Xibalba nehmen 2 bis 4 Spieler die Rollen einzigartiger, seltener Hauptmänner an und versuchen, Ressourcen zu sammeln, um ihre Basis mit Soldaten, Zivilisten und Gebäudekarten zu erweitern. Erlange die Kontrolle über die umkämpfte Arche, greife deine Feinde an, um sie zu schwächen und erbeute die Alien-Ressource Paragon, um das Spiel zu gewinnen. Die Spieldauer ist anpassbar und du kannst sowohl kurze, spaßige Spiele erleben, als auch herausfordernde und längere Spielrunden. Auf jeden Fall ab 12 Jahre, 2 bis 4 Spieler, 30 bis 120 Minuten Dauer. Aber eigentlich wollte ich euch ja nur den Inhalt zeigen von dem Game. Zack. Oh, jetzt habe ich schon wieder meinen Tisch gestochen. Das war jetzt heute schon das zweite Mal. Oh mein Gott. Mein wunderschöner Tisch. So, oh, es fühlt sich auch ziemlich leicht an. Also ich glaube, es ist auch nicht wirklich viel Spielmaterial vorhanden. Dann haben wir hier einmal Archiv. Dann haben wir die Anleitung. Okay, dann haben wir einfach nur, was sind das für verschiedene Rassen? Ich werde es einfach mal. Sind entweder verschiedene Rassen oder Gruppierungen oder ähnliches. Ja, das sind die Gats. Das ist die Brigade. Quastion und Amala. Okay. Hier legt man einfach nur Spielkarten drauf ab. Okay, es ist doch eine sehr. Also es wird einfach wirklich nur mit Karten gespielt. Das finde ich sehr cool. Ich werde auch dann mal ein Video machen. Okay, da sind noch ein paar Würfels und ein paar Steinchens und hier irgendwelches komisches. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein Video machen, wenn wir das mal anspielen und dann mal gucken, wie das so ist. Vielleicht kann ich das dann auch besser erklären, weil jetzt habe ich es halt einfach nur ausgepackt. Und ich habe auch keine Lust mehr, jetzt die Spielbeschreibung durchzulesen und das dann zu erklären. Das mache ich dann, wenn, dann beim Spielen direkt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann. Ciao.